Alltag in deutschen Brütereien. Wo Legehennen ausgebrütet werden, ist für die meisten männlichen Geschwister schon an Tag 1 Endstation. Sie werden mit CO2 getötet. Sie zu mästen lohnt sich nicht. Die Firma Plantec in Kiel hat eine Alternative entwickelt, um die Hähne schon im Ei aussortieren zu können. Ja, wir sind in der Lage, sehr exakt das Geschlecht von Hühnern zu bestimmen durch die Genanalyse, die wir durchführen. Das heißt, es gibt eben auch bei den Hühnern Geschlechtschromosomen wie beim Menschen. Und wir können über die PCR ein bestimmtes Gen auf dem Geschlechtschromosom nachweisen und können damit sehr exakt das Geschlecht des Huhns bestimmen. Doch dafür müssen die Entwickler ran an die DNA. Während der Brutphase wird aus dem befruchteten Ei ein Tropfen Flüssigkeit entnommen. Aus der Allantoisblase, der Urinblase des Embryos. Das ist in etwa die Menge, die dann quasi der PCR-Reaktion hinzugefügt wird. Reicht also tatsächlich ein Tropfen aus, ein Mikrotropfen, kann man sagen, um damit das Geschlecht dann sicher zu bestimmen. Das hier sind zu Demozwecken unbefruchtete Eier. Doch in einer holländischen Brüterei wird das Plantec-Verfahren schon an befruchteten Eiern angewendet. An Tag 9 wird das Geschlecht bestimmt. Das Loch ist so klein, dass eben es von selbst nach dem weiteren Brutprozess dann sich wieder verschließt und keine Probleme bei der weiteren Entwicklung des Embryos passieren. Ausgelesen wird das Erbgut mit einem sogenannten PCR-Test. Der kommt auch bei Corona-Tests zum Einsatz. So ein PCR-Apparat ist recht handlich und braucht etwa eine Stunde für die Geschlechtsbestimmung. Eigentlich wollte Plantec uns den Betrieb in der Brüterei zeigen, sagte den Termin aber wegen der Corona-Beschränkungen in Holland wieder ab. Auf Bildern und Videos zeigen die Entwickler, wie das Verfahren in der Praxis abläuft. Das Loch schießt ein Laser in die Eierschalen. Bis vor kurzem wurden die Proben händisch entnommen. Jetzt macht das ein Roboter. 8 PCR-Maschinen schaffen in einer Stunde 3000 Eier. Ein Problem? Die Politik verlangt, dass ab 2024 die Geschlechtsbestimmung im Ei schon in der ersten Brutwoche passiert. Man nimmt an, dann spüren die Embryonen noch keine Schmerzen. Theoretisch ist das beim Genverfahren möglich. Aber an Tag 6, der jetzt ja sozusagen als Deadline geplant ist, ist die Allantoisblase wesentlich kleiner. Das heißt also, zwischen diesen beiden schwarzen Strichen, die ich hier angedeutet habe, würde die Allantoisblase sitzen. Und hier muss dann eben sehr genau möglicherweise, das wissen wir aber noch nicht, das Loch dann gesetzt werden, um auch aus dieser kleinen Blase genügend Flüssigkeit für die Analytik herauszubekommen. Noch gibt es keine Technik dafür. Das ist auch ein großes Problem für die Rewe-Tochter Select, bisher Vorreiter in Deutschland in Sachen Geschlechtsbestimmung im Ei. Das Select-Verfahren basiert auf derselben Technik. Nur werden Geschlechtshormone statt Gene analysiert. An Tag 9. Eier von Hennen aus dem Select-Verfahren gibt es schon länger bei Rewe und Penny zu kaufen. Dass die Geschlechtsbestimmung nun spätestens an Tag 6 kommen soll, bedroht den bisherigen Erfolg. Planungen für eine große Select-Brüterei in Deutschland wurden gestoppt. Ein vereinbartes Interview mit uns kurzfristig abgesagt. Doch ist die Geschlechtsbestimmung im Ei überhaupt die Lösung, um das Kükentöten zu stoppen? Bernd Adleff handelt mit Eiern, Geflügel und mit toten, eingefrorenen Küken. Denn auch für die gibt es Abnehmer, wie Greifvogelhalter Michael Paul. Woher soll er dann das Futter bekommen? Ja, das wird ein Problem. Entweder macht man dann so wie so Sammelbestellungen, dass man die aus dem Ausland holt. Oder, ja, ich weiß nicht, Rattenzüchten anfangen oder Wachteln, Mäuse. Irgendwas muss man ja denen füttern, weil schieres Fleisch, so die Vögel füttern zum Beispiel, die werden ja krank dabei. Wie viele der jährlich 45 Millionen getöteten Küken bei Wildparks, Falknereien und Züchtern verfüttert werden, ist unklar. Bernd Adleff hat eine klare Meinung zur Geschlechtsbestimmung im Ei, vor allem wenn sie erst spät in der Brutzeit passiert. Ja, dass das halt nur deswegen ethisch vertretbar ist, weil man das schöne Küken nicht sieht, weil es ja im Ei ist.
Man belügt sich selber, indem man sagt, ich sehe ja nicht, wie das Küken ausschaut. Das ist in der Eischale. Dann töte ich das und das Ei schmeiße ich weg. Nach gut einer Stunde liegen im Kieler Labor die Ergebnisse der Genanalyse vor. Also zunächst sieht eine männliche Probe so aus. Wir haben nur ein Signal hier in Blau dargestellt. Also das ist der Verlauf der PCR-Analytik. Im Falle einer weiblichen Probe bekommen wir zwei Signale. Und das rote Signal ist quasi hier ein Indikator für die weiblichen Gene, die wir hier jetzt analysieren. Fehlerquote laut Plantec nur 1%. In der Brüterei werden die männlichen Bruteier jetzt per Roboter aussortiert und zu Futtermitteln verarbeitet. Mit dem Discounter Aldi hat Plantec bereits einen wichtigen Kunden gewonnen. Weitere sind interessiert. Die nächsten Schritte sind, dass wir uns forschungsmäßig sozusagen darauf vorbereiten, die Flüssigkeitsentnahme früher zu realisieren und parallel aber eben Kapazitäten aufbauen, um eben auch weitere Kunden bedienen zu können. Aber weder das Gen noch das Hormonverfahren sind bisher in der breiten Masse verfügbar. Alle anderen Ansätze noch nicht praxisreif. Ob eine Umstellung auf Alternativen zum Kükentöten für die ganze Branche überhaupt zeitnah möglich ist, ist noch völlig offen. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.